So, da geht's hoch, das ist mir tatsächlich schon aufgefallen. Hier kommt jetzt dann langsam der Punkt, wo ich noch nicht hingespielt habe. Da unten liegt nichts. Das hat mich jetzt auch länger gebraucht zum Herausfinden, als es sollte, weil da war halt nichts und das hätte man sofort sehen können, aber ja. Kisten schieben ist natürlich immer noch am Start, ja. Wir mögen es immer noch nicht, daran hat sich auch nichts geändert. Aber ich frage mich, ob hier hinter der Kiste irgendwas ist. Na Moment, ich kann die nicht ziehen, logischerweise, weil hinter mir kein Platz ist. Kann ich die hier irgendwie... Ja, ich kann die nochmal schieben. Och. Schritt zurück. Rolle festhalten. Einen vor. Schiebe, 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 schiebe. Einmal hier hin. Ziehen. Perfekt. Ich hoffe mal, dahinter ist irgendein Weg oder da liegt zumindest ein brauchbares Item. Sonst wäre das nur krasse Hashtag Zeitverschwendung. Okay, es liegen Items hier. Einfach so, keine Kugel. Okay. Ich meine, skeptisch sein hat sich in der Tomb Raider-Serie oder in den Ta Spielen schon öfter als sinnvoll erwiesen, aber in dem Fall waren es wirklich einfach nur zwei Items. Hätte man die vorher bekommen können? Vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Ist eigentlich auch egal. Ich meine, die Kistenschieberei müsst ihr euch eh nicht mehr anschauen. Ihr habt sie hinter euch. Ich muss sie vielleicht nochmal machen. Nun. Okay, da liegen Fackeln, das ist schön und gut. Hier liegt ein Medipack, ein kleines. Oh, das ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir schon ein Medipack aufgehoben haben. Aber da werde ich gleich mal ein paar Takte zu sagen. Weil die Medipacks sehen tatsächlich etwas sonderbar aus. So. Diese Musik. Okay, es zeigt uns ein Panorama, das ist schön und gut. Okay, ich habe hier die Möglichkeit, hier die Maus zu benutzen. Diese Dinger hier, ja? Die da. Da kann man dran runterklettern. Wir müssen irgendwie... Moment. Irgendwie da lang... Oh, da ist ein Gegner. Wir müssen irgendwie da lang springen oder da hinkommen, weil da unten liegt ein Secret in der Grube. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Abgesehen davon habe ich jetzt schon 12 Spielminuten. Und das werden auch nicht weniger, weil ich habe schon ziemlich zügig gespielt. Heißt, ich glaube, und ich bin schon mal gestorben, als ich diese Seilbahn hier genutzt habe. Heißt, es wird Zeit für den ersten Save. Das erste Level wird eh noch ein bisschen einfacher, weil wir einen Save mehr haben, weil wir keinen im Level Anfang machen mussten. Bam, erstes Mal gespeichert. So, ich wollte was zu den Medipacks sagen, und zwar sind die grün. Das waren sie in Tomb Raider 2 noch nicht. Das rote Kreuz ist jetzt ein grünes Kreuz. Warum? Ich weiß es nicht. Copyright vielleicht. Wieso ist da jetzt ein Vogel? Keine Ahnung. Okay, man kann sich hier fallen lassen. Das macht Schaden. Der Kalte Krieg. Der Bug mit der Anzeige wurde auch nicht behoben. Wow. Okay. Wir fahren einfach mal komplett mit. Und ich guck mal, wo... Hallo Geier. Ich guck mal, wo es mich hinbringt. Okay, hier hin. Wo hat sie drauf gezielt? Sie hat auf irgendwas gezielt. Aasgeier. Ich höre aber auch ein knurrendes Tier. Ich hoffe, es ist nicht in meiner Nähe. Das wäre nicht so toll. Oh, noch einer. Ey, wie viel habt ihr denn hier geplant jetzt mal? Chillt doch mal. Okay, dahinter kann man. Ich schätze mal nicht. Oh, da ist der. Das Knurretier. Ah, süß. Ach schön, das kann uns hier nicht angreifen. Oh, das ist ja niedlich. Oh, süß. Wow, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Gar nichts wahrscheinlich. Oder aber genau das, was ich gerade getan habe. Okay, ich gehe mal nicht davon aus, dass man da nach links kann.
Sieht auch nicht so aus irgendwie. Gut, wir könnten jetzt hier hin und dann sicherlich hier hin. Vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter von... ein bisschen weiter von der Seite hier abspringen. Also links nennt man es auch im Deutschen. Ha! Ohne festhalten. Bam. Gut. Ihr seht es vielleicht nicht, aber da kann man langlaufen. Ich nehme das Projekt noch mit Capture Card auf. Blablabla. Gut, dass ich gespeichert habe, Leute. So, da bin ich wieder. Ich denke mal, man muss einfach einmal hier hinlaufen und dann einmal hier hinlaufen und dann aber kontraintuitiv wieder zurücklaufen. Okay. Oh, sieh an. Sieh an. Das ist natürlich krass. Also, wenn wir das verpasst hätten, wäre ich wahrscheinlich schon ein bisschen verärgert gewesen. Wow, hier liegt einfach mal die M16 rum. Und ich habe jetzt in der Pause nicht nachgeschaut. In der Pause? Welche Pause? Während ich tot war, nicht nachgeschaut. Zwischen den Schnitten, sage ich es einfach so. Nicht nachgeschaut, ob es ein... wo die ganzen Waffen liegen. Ob es hier noch welche gibt. Und offenbar ja, gibt es. Okay, wir können jetzt einmal hier nach links, wir können einmal nach rechts. So wie es ausschaut, können wir auf beiden Wegen wieder zurück. Wieso ist das hier eigentlich so verdammt dunkel? Okay, hier finde ich gerade mal nichts. Die habe ich vorhin nicht gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die reinschneide, aber hier oben liegt noch Schrotflintenmunition. Bei den drei Geiern. Aber hier kann man entlang laufen. Oh! Und man kann hier runter. Perfekt, genau das wollte ich. Und denn, meine Lieben, da ist das erste Secret, zweite Secret. Das dritte können wir eigentlich gar nicht verfehlen. Also. So. Da kommt jetzt gleich ein Tiger aus dem Nichts, soweit ich weiß, genau. Den kann man durch rechtzeitig oder durch Wissen, dass er existiert, einfach töten. Schade übrigens, dass sie hier keinen Sternenhimmel eingebaut haben, wieder in den Himmel. Ich meine, das Asset müssten sie ja schon gehabt haben von Venedig noch. Da haben sie den ja benutzt an einer Stelle, beziehungsweise im Opernhaus. Dreimal Schrotflinte und Goldbarren. Also jetzt ist Lara spätestens reich, ja. Nein, das war das zweite Secret, wie ihr jetzt hört. Hier waren wir schon, hier sollte sich nichts geändert haben. Gut. Schneide ich das rein? Ja, doch. Also. Ja, ich schneide jetzt nicht mit anderen Worten. Was wollte ich noch sagen? Trotzdem, wir haben am Himmel ein schönes neues Motiv, nämlich Polarlichter. Die gab es im Hauptspiel ja nicht. Die sieht man hier am Himmel. Aber mir ist nicht bewusst, dass die im Hauptspiel gab. Wenn, dann hat man sie nicht gesehen. Oder? Es sind schon Polarlichter hier im Himmel. Ich müsste jetzt nochmal echt gucken, aber ich glaube schon. Polarlichter? Sieht man von hier gerade nicht. Hep, einmal hier rüber. Dann wieder hier hoch. Den Weg kennen wir schon. Ich hätte vielleicht doch schneiden sollen, wenn ich sehe, wie lang das ist, aber naja. Einmal hier hoch. Magischerweise ist jetzt die Seilbahn wieder ganz oben. Das ist auch interessant. Das ist fast schon wie im Tempel von Xi'an. Tempel von Xi'an, ich meine in den schwimmenden Inseln. Ja, Polarlichter. Glaube ich. Ich denke, es soll Polarlichter darstellen. Man kann es jetzt nicht so tausendprozentig erkennen. Man kommt sogar hier hinter jetzt. Warum? Vorher ging das nicht. Okay, gut. Ging es hier noch anderweitig weiter? Ich muss mal eben gucken. Ja, hier geht's hinter. Was gefällt mir? Oh, Moment. Nicht so unvorsichtig. Nicht so hastig, meine Kleine. Okay. Gefällt mir ja gar nicht, wenn das schon wieder so. Oh oh.
verzweigt und verwinkelt ist. Oh, hi, du da. Auch hier. Lang nicht gesehen, Junge. Aber bis jetzt gehen die Gegner sogar noch. Also es sind noch nicht mehrere auf einmal gewesen. Man konnte... Autsch. Autsch. Man konnte sie immer taktisch besiegen, wenn man sich nicht ganz so dumm angestellt hat. Aha. So, bis jetzt ist es echt noch sozial gehalten. Okay, hier können wir einen Hebel ziehen. Da liegt schon verlockend Aha. Okay, das Gitter vor uns entfernt sich nicht. Da liegt schon verlockend Munition. Da liegt auch verlockend ein kleines Medipack. Oh, hey, du da. Zum Glück kannst du noch nicht durch Gitter schießen in diesem Teil. In modernen Tomb Raidern ging das, aber naja. Hier noch nicht, zum Glück. Weil es jetzt auch kein Drama wäre, denn wenn er es könnte, könnten wir es auch, dann könnten wir ihn kalt schalten. Ist auch so ein schöner Anrufbeantworter übrigens für Leute, die einen Friedhof betreiben. Oder Blödsinn, die Leute bestatten. Ja. Sie machen sie kalt, wir halten sie kühl. ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme. Ah, okay, der Typ lebt. Also, das war mir schon vorher bewusst, aber er ist durch eine verschlossene Türe von uns abgegrenzt. Das beruhigt mich irgendwie. Gut. Dinge geschehen. Oder halt eher nicht. Also ich habe jetzt eigentlich... Ich bin halt wieder mal voll paranoid. Ich erwarte hinter jeder Ecke einen Gegner. Aha. Gut. Automatikmunition. Ich hätte schon beide wieder Magnum gesagt. Das ist eine Türe. Aber ich weiß nicht, wie wir sie öffnen oder ob wir sie überhaupt öffnen können. Okay, hier kommen wir. So wie es aussieht, erstmal nicht weiter. Damit bleibt nur noch ein Weg und das ist die Kiste hier. Okay. Die können wir nicht... Wie weit können wir die zurückschieben? Pass mal auf, die können wir... Ja. Nur einmal zurückschieben. Wir können jetzt noch gar nicht weiter zurückschieben. Heißt, wir müssen sie wohl reinschieben. Also, nochmal schieben. Ta-da-da-da! Geht's noch weiter? Nö. Gut. Hier ist genau nichts. Aber davon sehr viel. Hm. Sollte ich Fackeln benutzen? Wäre mal vielleicht angebracht, ne? Ich meine, seht ihr groß was? Wahrscheinlich nicht. Okay, hier kann man... Hier kann man runterklettern, glaubt's mir. Okay, warte, ich benutze... Benutze ich ne... Ne, ich benutze keine Fackel. Hallo? Okay, ja, toll, aber hier ist nichts. Schaut mal, hier ist nichts. Hä? Klettern wir mal wieder hoch. Vielleicht habe ich oben irgendwas übersehen. Hm. Ja, keine Ahnung. Und wieso muss die Kletteranimation so langsam gehen, ey? Es regt schon ein bisschen auf in den alten Teilen. Okay, wir können uns hier hochziehen. Bringt uns das was? Wir können hier hin und her jumpen. Und würden so schließlich auf der anderen Seite landen, vielleicht. Gut, dann probiere ich das mal. Hin und her springen. Nein! Wieso hat sie es nicht getan? Ich bin so ein Idiot, ich hätte mich rüberhangeln können. Okay, bis gleich.